Bam. Okay, ja, also ja, jetzt kommt mein Teil über Multi-Host-Container in einem oder einem HPC-Cluster generiert aus mehreren Knoten, mehreren Rechnern. Bevor ich beginne, würde ich kurz mal einmal in die Technologien eintauchen, die genutzt werden. Also ich nutze eine Docker dafür. Und die Virtualisierungstechnik von Docker ist halt ein bisschen verschieden zu der, die man halt vorher gekannt hat. Auf der linken Seite sehen wir halt eine traditionelle Virtualisierung, ihr habt es gerade schon gesehen, indem man ein Host-System hat, was einen Host-Kernel startet und dann einen Userland startet, also das OS sozusagen, auf dem dann ein Hypervisor läuft. Und dann innerhalb der Gäste des Systems, dieses Hypervisors, wird halt genau dieser Teil nochmal gestartet, auch wieder ein Kernel, auch wieder ein Userland und dann die Services, die man halt starten will. Also es sind halt emulierte Rechner, hence the name, Virtual Machines. Währenddessen bei containerisierten oder Linux-Containern es so ist, dass man einen Host-Kernel hat, dann wieder das Userland, wie bei den anderen auch. Aber die Gäste oder die Container den gleichen Kernel nutzen wie das Host-System. Also man kommuniziert halt direkt aus dem Userland von dem ersten Container links, kommuniziert man direkt mit dem Host-Kernel des Host-Systems. Was natürlich den großen Vorteil hat, dass der Host-Kernel Bescheid weiß, was die Applikationen innerhalb der Container halt machen und die Container auch ein gewisses Gefühl dafür haben, was für Gesamtressourcen auf dem System verfügbar sind. Also wenn man zum Beispiel einen Zwei-Sockel jeweils 16-Core-System hat in der linken Version und man gibt halt alle CPUs zu einem Gast, dann wird der Gast es so sehen, als wenn er eine CPU hat, die 32 Kerne hat. Und dann kann man natürlich diese schönen Scheduler-Geschichten des Kernels nicht ausnutzen, dass er halt versucht, Prozesse, die halt sich einen Memory-Block teilen, auf dem gleichen Prozessor abzulegen, um halt Kommunikation innerhalb des Systems zu ersparen, weil die halt, der Kernel halt innerhalb des Gastes einfach nicht weiß, wie sein Layout des Systems ist. Und natürlich auch keine Rücksicht nimmt auf andere Gäste. Also da hat halt natürlich der Host-Kernel dann die Probleme. Aber das wollte ich eigentlich nur kurz anreißen. Also wir haben halt Container, die den gleichen Host-Kernel sharen. Sie werden halt separiert mit Kernel-Namespaces. Da gibt es halt eine Handvoll, die einfach nur sicherstellen, dass die untereinander sich nicht sehen und nicht unterhalten können oder nicht ineinander reinforken können. Und begrenzt werden die oder die Ressourcenbegrenzung wird halt über Syncs abgefackelt. Wenn ich jetzt eine InfiniBand-Karte oder eine PCI-Slot übergeben will, dann muss ich das in der traditionellen Virtualisierung so machen, dass ich halt dem Kernel des Gastes exklusiv diese Hardware zur Verfügung stelle, wenn man jetzt von so Taschenspielertricks mal absieht. Und dann kann halt der Gast halt mit diesem Device halt kommunizieren, als wäre es halt sein eigenes. In der Variante auf der rechten Seite mit Containern ist es halt so, dass, wie gesagt, der Host-Kernel ja nicht nur exklusiv für das Host-System ist und in jedem Gast halt ein eigener Kernel läuft, sondern die Kommunikation der einzelnen Container mit dem Kernel können halt auch über die ganzen Kernel verteilt laufen. Also jeder kann halt auf dieses InfiniBand-Device zum Beispiel, kann jeder theoretisch zugreifen und die kommen sich natürlich ins Gehege, wenn sie versuchen, parallel darauf zuzugreifen. Dann bricht die Performance dermaßen ein, dass es schon nicht mehr schön ist, aber es ist halt theoretisch möglich. Und wenn man halt es auf einen Container begrenzt, die in InfiniBand nutzen, dann ist das auch super, funktioniert das auch super. Und diese Userlands natürlich müssen nicht gleich sein. Man kann auch sagen, ich habe halt in dem Host-Kernel zum Beispiel TinyCore Linux, was bei Ubuntu Docker zum Beispiel der Fall ist. Und dann habe ich halt verschiedene Userlands in meinen verschiedenen Containern, also Ubuntu 12, 15, Red Hat, was auch immer. Ja? You name it und you get it. Intern läuft es halt bei dieser Docker-Variante so, man hat halt eine Runtime, die nennt sich Docker Engine, die stellt halt fest oder die stellt halt sicher, dass Container gestartet werden, dass sie in einem Namespace gestartet werden, dass die gestoppt und verändert werden und das alles durch einen RESTful API, was halt dieser Docker-Server exponiert. Er macht auch, also diese, wie gesagt, er manipuliert halt diese Namespaces, also er handelt die IP-Connectivity und mappt halt Verzeichnisse in die Container rein, sowas wie Shared Folders und so weiter und so fort. Netzwerkseitig, das will ich hier noch kurz zeigen, ist es so, dass halt ein Server, wenn man Docker installiert, einen Docker 0 Bridge, also ein ganz normales Linux Networking, den Docker 0 Bridge installiert oder erstellt und die Container dann per Default immer an diese
Bridge angedockt werden und dann auch per Default in einem 172.17er Netzwerk gelanden. Man kann den Container so starten, dass er halt diese Bridge benutzt. Man kann den Container auch so starten, dass er gar kein Networking hat. Man kann den Container auch so starten, dass er den Network Stack des Servers benutzt. Dann würde er halt direkt auf die auf das Interface ETH0 zum Beispiel zugreifen oder alle Interfaces, die der Server hat, und hätte die gleiche IP wie der Server, hätte den gleichen Hostname wie der Server. Das ist auch ganz interessant, manchmal so für DNS-Server oder so, ist ganz witzig. Mit Docker 1.9 gibt es ein cooles Feature, nennt sich Docker Networking. Da kann man diese Bridges, also wenn man sie mal so nennen will, über einen Cluster rüberspannen, also verteilen oder überbrücken lassen, wenn man Span übersetzt. Dazu braucht man einen Key-Value-Store, um das alles zu synchronisieren. Ich benutze halt dafür gerne Konsole. Ich klicke mal einmal weiter. Oh, falscher Knopf. Here we go. Ja, ich glaube, ich habe das ein bisschen hochgezogen. Deswegen, also diese Linien sollten eigentlich so ein bisschen weiter nach unten gehen, glaube ich. Also ich nutze als Key-Value-Store nutze ich Konsole, so einfach aus, weil ich das benutze, schon seit Ewigkeiten und ganz cool finde. Kann aber auch Zookeeper oder etcd nutzen. Und dann kann man über alle hinweg ein Networking oder ein Netzwerk erstellen, das ich jetzt mal Global genannt habe. Und die Container, also die Docker-Engines, die connecten halt zu den Konsolen dann. Und die Container, die halt mit diesem Netzwerk gestartet werden, die können sich halt untereinander unterhalten. Und das ist natürlich ziemlich geil. Das musste halt vorher, vor 1.9, musste man so Flannel oder Weave oder RancherOS nehmen. Die haben halt auch was Ähnliches gemacht. Die haben halt auch eine Bridge über das komplette, über alle Rechner gemacht und haben die gleiche Funktionalität zur Verfügung gestellt. Aber jetzt mit Docker Networking läuft das halt super geil. Jetzt glaube ich, war ich so 5 Minuten oder sowas, ne, bevor ich gestartet habe. Naja. Okay, und um das zu machen, nutzt halt das Docker Networking VXLAN. Das kann ich gleich mal rausnehmen, das ist nicht so wichtig. Genau, also das ist Docker Networking. On top nutze ich noch Docker Swarm. Docker Swarm ist eigentlich nur ein Proxy über alle Docker Engines, die man so hat. Also gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt hier diese 3 Rechner. Er stellt halt einen Endpoint zur Verfügung, der alle Docker Engines zusammenfasst. Dazu startet man einen Container auf jedem Host, der nennt sich also den Swarm Client, der sich halt dann zusammenschaltet. Und um halt diesen Endpoint zu bekommen, startet man einen Swarm Master. Und die Docker Engines, das kann man jetzt nicht so ganz schön sehen auf dem Bild, aber die Docker Engines exponieren ihr API auf dem Port jetzt hier im Beispiel 2376 und der Swarm Master exponiert seine API auf 2375. Und wenn ich jetzt die verschiedenen Backends hier oder die RESTful API Endpunkte hier nutze, hier zum Beispiel nutze ich jetzt, das kann man natürlich noch bescheuerter sehen, nutze ich halt den Endpoint eines speziellen anderen Docker Engine und dann kriege ich halt alle Informationen dieser Docker Engine angezeigt, welches Backend wird benutzt und so weiter. Das kann ich halt für jede Engine machen. Wenn ich jetzt den Endpoint wechsle auf 2375, und den gleichen Befehl absetze, dann bekomme ich eine Zusammenfassung meines kompletten Swarm-Clusters. Ja, also dann sieht man, wie viele Knoten sind drin, wie viele CPUs habe ich zur Verfügung, wie viel Memory und so weiter. Also das ist quasi der gleiche Endpoint oder die gleiche API, nur halt mit ein paar mehr Funktionen. Also ich kann dann genauso einen Container starten, wie ich es vorher auch gemacht habe. Und Docker Swarm wird dann halt entscheiden, wo dieser Container halt gestartet wird. Hi. English or German? English. So German is not okay, so I might switch to English then? It's not okay for you. I will try to understand, but I don't speak any word. Ich würde es gerne eigentlich gerne auf Deutsch machen, damit es halt die deutsche Variante meines Talks ist. Ja, ich glaube, I will continue with German, because it's basically my German version of my FOSDEM talk, so I have a FOSDEM talk on Sunday. So if you like the English version, then I can send you the link, basically. Okay, so, German, I said. Also die gleiche API wie die Docker-Engine, halt nur mit ein paar mehr Funktionen und auch diesem Scheduling. Also dass ich, wenn ich einen Container starte, wird halt einen Host entschieden, den ich auch selbst festlegen kann, und dann wird halt der Container da gestartet.
Genau, so viel zur Technik. Jetzt, wenn ich, also das alles gesagt, jetzt möchte ich natürlich bei mir in der Firma oder wie auch immer mein Problem immer gerne Docker anwenden. Also ich mache das jetzt seit 2 Jahren oder so. Und alles, was ich so anfasse, da wird erstmal ein Docker-Container gebaut. Und das wird erstmal versucht, dann in irgendwie, wie ich es ja auch hier in dem Meetup schon oft mal gezeigt habe, irgendwie einen Docker-Compose-File dafür zu bauen, damit man halt auch mal schnell hochziehen kann und ein bisschen mit rumspielen kann, kaputt machen kann und dann wieder neu starten kann. Meine Selbstwahrnehmung ist dann so ein bisschen so, also dass ich halt rumlaufe mit so einer Kanone und nur Rainbows und Unicorns durch die Gegend schieße. Aber wenn ich das halt meinen Ops-Leuten zeige, dann ist die Wahrnehmung eher ein bisschen gegenteilig, dass sie halt sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der will halt alles umschießen und diese neue Technologie, da weiß ich auch nicht, wie das alles werden soll. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig rangehen. Noch dazu hat man das Problem, dass halt Docker auch ein ziemliches Buzzword-Chaos ist, wenn ich mal so sagen darf. Also man hat halt verschiedene OSs, man hat halt verschiedene Orchestrierungstools, man hat halt verschiedene Lösungen für die verschiedenen Probleme, und wenn man 5 Leute fragt, wie man ein Problem löst, dann gibt man wahrscheinlich 50 Antworten, weil es halt für jedes Problem mehrere Lösungen gibt, je nachdem, was für einen Anwendungsfall man hat. Also bin ich Entwickler, habe ich eine Produktivumgebung, die ich machen will, will ich das auf dem Laptop machen, da gibt es halt für alles verschiedene Umgebungen. Und das ist natürlich auch nicht hilfreich, wenn man versucht, diese neue Technologie einzuführen. Was noch dazu kommt, ist, dass wenn man halt Docker erstmal sagt, dann kriegt halt jeder erstmal, ja, das ist ja noch genau das gleiche wie VMware. Also was ich vorher erzählt habe, diese traditionelle Virtualisierung ist halt grundverschieden zu der Operating System Virtualisierung, wie sie Docker nutzt, oder Container, Linux Container, wie sie Docker nutzt. Das muss man halt erstmal irgendwie über die Tür kriegen. Und noch dazu, meiner Einschätzung nach, ist es auch das Problem, dass virtuelle Maschinen wurden halt in existierende Umgebungen so eingeführt, dass man halt einfach gesagt hat, okay, ist halt eine virtuelle Maschine, die hat halt auch eine IP, die hat halt auch eine MAC-Adresse und so weiter. Also von der Infrastruktur her wurden virtuelle Maschinen einfach mit in die existierende Infrastruktur meistens einfach übernommen, und die wurden dann halt mit den gleichen Formularen abgefackelt, die IP-Vergabe oder so. Das war halt alles ziemlich einfach, reinzuquetschen in die existierende Infrastruktur. Bei Containern wird es halt schwierig, also die Provisionierung von einer virtuellen Maschine dauert vielleicht 5 Minuten oder vielleicht 10 oder 20, bis es installiert ist. Bei einem Container geht das halt innerhalb von einer Sekunde. Man kann halt einen Container einfach starten, dann den Job ausführen, und nach 5 Sekunden wird er halt wieder dekommissioniert. Das ist halt überhaupt kein Problem. Also der Lifecycle ist halt viel schneller, und man kann halt einen Container nicht mehr so verwenden wie eine VM vorher. Das wird halt dann ein bisschen schwierig. Und vor allen Dingen, wie eben auch schon angesprochen, es wird halt über verschiedene Umgebungen halt rübergeschüttet. Also ein Developers Laptop ist halt ein unterschiedlicher Use Case wie ein Developer Cluster oder wie eine Staging-Umgebung oder wie eine Prod-Umgebung. Das sind halt unterschiedliche Use Cases, die vielleicht auch unterschiedliche Herangehensweisen brauchen. Was ich halt versuche, ist, das nicht so unicorny zu machen, dass ich halt irgendwelche speziellen Distros oder sowas nutze, die irgendwie auf AWS super funktionieren oder in einem Greenfield Deployment, sondern ich möchte halt dieses System, was ich halt versuche rauszushapen, für Rechenzentren, die schon Legacy in sich selber haben, auch anwendbar haben. Dafür möchte ich halt so viel wie möglich reusen, also zum Beispiel die SSH-Infrastructure, die es halt so gibt, die User-Authentification und so weiter, Installations-Workflows, Monitoring, Logging. Das soll sich halt möglichst wenig ändern, damit ich halt den Kollegen nicht dieses Bild gebe, dass ich mit dem Flammenwerfer überall rumlaufe, sondern dass ich halt einen einfachen Einstieg in diese Technologie halt habe. Und was ich auch machen will, ist, ich möchte halt möglichst dicht an Upstream-Docker bleiben. Also das Docker-Ecosystem, was es halt so gibt und was halt schnell voranschreitet, das möchte ich halt gerne im Herzen bewahren und diese neuen coolen Features wie Networking und Volumes da auch mitbenutzen. Und auch die Features von Docker Engine, Compose und Swarm und so, das möchte ich halt alles mitbenutzen und nicht darauf angewiesen sein, dass Red Hat sagt, ach, wir haben jetzt Atomic Host und wir daten jetzt mal zu 1.9 ab. Die sind nämlich immer noch bei 1.8. Und wir haben schon Docker 1.10 irgendwie in Release Candidate 1. Also das geht halt immer schneller voran und da will man halt nicht irgendwie abhängig sein. Und noch dazu möchte ich es halt eigentlich so den Leuten verkaufen, dass ich das wie eine nur Yet-Another-Applikation quasi für die
fürs Operations, für die Installation einsetze. Also ich möchte halt die existierende Installations- und Konfigurationsmaschinerie in Gang setzen. Also zum Beispiel bei mir in diesem Beispiel ist es jetzt Kickstart und ein Ansible Run. Kann natürlich auch irgendwas anderes sein, Puppet, was auch immer, um halt das System selbst zu installieren. Dann möchte ich es auch so Docker-Inc-mäßig halten, dass ich nicht mich auf irgendwelche Corner-Cases fokussiere. Also wenn jetzt jemand sagt, ich muss jetzt einen Container haben, der unbedingt irgendwie auf eine GPU mit mehreren zugreifen kann, das schiebe ich erstmal zur Seite, sondern Fokus erstmal auf die 80%, die man schnell erreichen kann. Genauso wie so User-Namespaces, das gibt es halt in 1.10 schon, aber das ist noch nicht so ganz raus, wie gut das funktioniert. Und ich gehe jetzt in meinem Fall davon aus, dass ich ein HPC-Environment habe, was halt normalerweise sehr abgesichert von der Außenwelt ist. Also es gibt halt kein Webinterface von außen, wo man halt mit seinem Browser rauf kann vom Internet und dann auf dieses System rauf kann. Also es ist halt nicht so, diese Security-Probleme sind dann eigentlich nicht so groß. Ja, wie gesagt, HPC-Environment wäre halt eigentlich relativ Single-Tenant und ein Focus on Performance. Genau, das Setup sieht so aus. Ich habe einen 8-Knoten-Cluster von HPC Advisory Council bekommen. Das sind halt zwei 8-Knoten mit Dual-Socket-Quad-Core Xeons, 32 GB RAM und Mellanox QDA InfiniBand-Karten, also diese Netzwerkkarten, von denen ich vorhin gesprochen habe. Die Software ist ein eigentlich sehr einfaches Setup, CentOS 7.2, und das wurde halt per Kickstarter installiert, und per Ansible installiere ich halt Consul, Sensu für Monitoring und Docker und Docker Compose und Docker Swarm wird dann einfach per Ansible installiert. Genau, wie eben schon angesprochen, Docker Networking ist synchronisiert via Consul. Ich habe halt einen Consul-Cluster, auf jedem Knoten einen Systemdienst, der halt Consul startet. Diese Consul-Knoten verlinken sich gegenseitig und danach startet halt die Docker-Engine und connectet halt zu den Consul-Knoten, und somit hat man halt Networking. Das kann man wahrscheinlich eher schlecht sehen. Also da würde man jetzt sehen, dass wenn ich die lokale Bridge auf allen, ich glaube, das schmeiße ich raus. Da sieht man jetzt halt, die ID der verschiedenen Host-Bridges ist halt unterschiedlich, während die ID der globalen Bridge, die ich halt so einmal rübergespannt habe, ist überall gleich. Das heißt halt, ich sehe halt das gleiche Netzwerk, das kann ich auch rausschmeißen. Dann über dieses Docker Networking Ready Cluster schmeiße ich halt noch einen Docker Swarm. Also ich habe halt die verschiedenen Swarm Container gestartet, einen Swarm Master, um halt das alles anzusprechen. Und die sind alles schön auch synchronisiert über das den Consul Key Value Store. Dann innerhalb dieses Swarm Clusters starte ich dann meine verschiedenen Container, um halt die Arbeit zu tun. Also Slurm ist so ein Resource Scheduler, ein Open Source Resource Scheduler, der eigentlich sehr beliebt ist in der HPC-Welt, also der Open-Source-Variante der HPC-Welt. Und ja, da kann man halt Jobs handeln. Man kann halt dann sagen, ich hätte gerne 8 Knoten, um halt diese Berechnung zu starten, und das gibt mir halt ein Environment, um die Ressourcen halt für verschiedene User einfach zu verwalten. Um halt das mit ein bisschen Leben zu füllen, habe ich halt hier einen Benchmark zum Beispiel installiert. Also innerhalb dieses HPCG-Knotens oder Containers läuft halt dieser Slurm-Daemon, der sich in dem Slurm-Control-Daemon anmeldet. Und dann kann ich halt meine Berechnung da starten. Ich starte alle Berechnungen, die ich jemals machen will, starte ich halt als eigenen Container. Ich habe zum Beispiel OpenFOAM, was so ein Computational Fluid Dynamics, also so eine Flüssigkeitsberechnung ist. Das stage ich alles vorher. Man könnte es auch anders machen, dass man jedem Rechner, also jeder Hardware, einen Slurm-Daemon zur Seite stellt, der dann halt die Container, die man machen will, die man starten will, dann ad hoc startet, wenn man halt den Job wirklich starten will, aber das sind halt Details. Und wenn ich das jetzt einmal kurz zeige, also ich habe jetzt hier oben, sieht man meinen 8-Knoten-Cluster, wo halt 8 Knoten im Idle sind. HPCG 1 bis 8, das sind halt die 8 Container, die sich halt an dem Slurm-Control-Daemon anmelden. Wenn ich jetzt einen Job starte, das ist mein unten jetzt, da werde ich jetzt auf 8 Rechnern einfach eine Bash starten und Hostname ausführen, dann kriege ich halt von 8 Rechnern den Hostname zurück. Und da hat man jetzt halt diese 8 Knoten einfach. Dann habe ich das Ganze noch mit einem Samza-Cluster gemacht. Also Samza ist ein verteilter Streaming-Prozessor, der sich auf Kafka stützt. Also man kann dann Informationen in Kafka zum Beispiel, jetzt
das Tutorial ist zum Beispiel, dass man Wikipedia-Edits live in das Kafka-Cluster reinschmeißt als Rohdaten und dann hat man verschiedene Jobs, die halt diese Rohdaten dann refine. Und dieses Kafka-Cluster ist halt, spannt halt auch wieder über das komplette Hardware-Cluster. Durch Docker Networking haben die halt alle ein Interface oder ein Netzwerkraum und so kann man dann halt mehrere Jobs auf verschiedenen Knoten starten und halt die komplette Power des kompletten Clusters benutzen. Ja, Zookeeper und Kafka laufen halt, wie gesagt, als Cluster und mehrere Samsa-Instanzen laufen halt einfach um verschiedene Jobs zu machen. Ja, jetzt bin ich schon ein bisschen out of time. Ich glaube, ich bin sogar schon über Zeit, naja, nicht ganz. Was ich halt auch gerne noch gezeigt hätte, aber wo ich jetzt nicht viel Zeit zu habe, ist halt Sensu. Also ich benutze Sensu fürs Monitoring. Das ist sehr cool, meiner Meinung nach. Aber keine Zeit. Dann benutze ich so einen Graphite-Stack, um die Metriken einzusammeln, auch über Sensu. Und ja, aber wie gesagt, da ist halt die Zeit aber zu wenig. Also um das nochmal zusammenzufassen. Ich benutze halt gerne, oder meiner Meinung nach sollte halt alles möglichst Vanilla Docker Tech sein, ohne irgendwelche Snowflakey Vendor-Geschichten drin, irgendwie CoreOS oder Atomic Host oder so. Das ist, glaube ich, eher sowas für die Webscale-Welt, aber nicht fürs HPC. Dann verfahre ich halt nach der 80-20-Regel, möglichst das Breite erstmal ausrollen, ohne sich so auf die Corner Cases zu konzentrieren. Und da Docker eh sehr schnell voranschreitet, in der neuen Version sind auch wieder so viele neue schöne Features drin, dass man da auch sofort wieder updaten will. Da hat man gar keine Zeit, sich mit dem Problem zu beschäftigen, weil die werden vielleicht im nächsten Release schon gelöst. Also so sehe ich das auf jeden Fall. Und dann, um halt die Stakeholders nicht abzuschrecken, nutze ich halt ein simples Modell. Versuche halt den Workflow und die Infrastruktur, die schon existiert, halt mitzunutzen, um halt auch Akzeptanz unter den Operations-Leuten zu sehen und das alles eher Solution und nicht problembetrieben zu machen, also Lösungs- und nicht problembetrieben zu machen. Genau. Und damit haben wir es eigentlich. Das wär's. Vielen Dank. Jetzt mache ich hier mal Stopp, dann weiß ich auch, wie lange es gedauert hat.